Zombie Apocalypse. Okay, ich würde starten ansonsten. Zwei Imposter sind heute. Let's go! Ich bin's ja schon gewohnt. jetzt traue ich den Creme ein, Dotti nicht mehr. Wollte ich auch nicht. Hätte ich noch nie. So. Und die nächste. Es ist auch. Darfst nie jemanden zu früh trauen. Los geht's online und Stefan kommt direkt mit mir. Super. Navigation. Warte mal kurz. Okay. Da ist Leo. Mach ihn doch mal schneller, mach ihn schneller, mach ihn schneller, mach ihn schneller. Okay, hau rein. Hier rum. Wo? Also, wo? Ich habe den in Admin gesehen. Also, ich habe die, saß dunkel war, habe ich die nicht gesehen, sondern einfach nur auf Report gedrückt. Ach, Admin, also ich würde einfach mal wer sagen. Wer war mit mir in, wer war in Navigation? Da war ich mit dabei. Ah, okay. Mario und ich. Und, warte, wer hat gerade gesprochen? Hi, Detective Nein, C. Nein, davor? Mit Navigation? Shiny. Shiny, okay. Du warst Leo, dann war BMW Driver auch noch in der Nähe. Bei uns. Mhm. Ja, der stand dann auch zu. Okay. Also, ich wollte gerade Admin laufen. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, verdächtigt zu werden, ja. Ich war gerade eben in Admin und habe das mit der Karte gemacht. Das haben wir ja alle die. Nein! 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 Das ist raus mit dir. Nein! Nein! Er ist mir auch nicht angekommen. Er ist mir auch als Licht ausgehend. Ja, aber. Ja, ich sag ja, ich war so. Ich hab übrigens geskippt. Ja, mich. Aber wer mir entgegenkam unten im Lager alle direkt und dann skippen, können wir bitte noch ein bisschen die Diskussion am Laufen halten. Und dann direkt danach dorthin kam, ist der reportet hat. Also ich sage, es war ein Self-Report, aber kannst nicht belegen, leider. Also ich wurde auf jeden Fall eingesperrt in Elektro. Da hat mich Stefan gerettet. Da wollte ich gerade reingehen. Der Chris hat sich vielleicht selbst eingesperrt. Er weiß. I would never do this. Also absolut keine Beweise, außer dass es eventuell Michi war und versucht Chris in die Schuhe zu schieben oder Chris mit dem... Wer ist ein Michi von denen hier? Xaron, sorry. Okay, ich würde mal sagen, Chris... Kackbraun, ja, genau. Danke. Chris schiebt es Michi in die Schuhe, Michi schiebt es Chris in die Schuhe. Leo, wieso? Ich schiebe es niemandem in die Schuhe. Klare Verdächtigung, aber es könnte auch Trump sein. Also Trump traue ich auch alles zu. Trump muss es immer sein, theoretisch. I'm 100% proven. So, ich würde auch mal sagen, machen wir mal Licht wieder an. Ja, was du sagen würdest, ist egal, du solltest dich muten. Verdammt! Da habe ich nicht dran gedacht, scheiße. Jetzt renne ich aber mit Absicht nicht darunter. Verdammt! Ist das scheiße, wenn man da nicht dran denkt. Wo bin ich? Da bin ich. Ich habe noch eine Aufgabe. Immer noch ein Admin zu erledigen? Bitte nicht wieder der Scheiß mit der Karte. Es ist der Scheiß mit der Karte. Okay. Wo Shields muss ich hin? Ja, unterer Generator. Was ich noch dazu sagen will, ich war gerade in Medbar und da ging die Tür zu und BMW Driver war drinnen. Weiß nicht, ob da jetzt... Bei Electrical ging auch wieder die Tür zu. Ich bin jetzt schon zwei Jahre da stand ich auch ziemlich lange vor, weil ich dachte, der dringt jetzt die Party ab. Aber stattdessen ging neben uns die Party ab. Aber Chris, du müsstest mich die ganze Zeit durch die Tür gesehen haben, weil ich stand extra da dran. Habt ihr auch durch die Tür ja, ich bin jetzt nämlich gerade rübergerannt unter Lager. Geh mal ja Tars mit der Karte. Warte. Wir sind jetzt 8. Ja, was mit der Karte? Wo man die Karte durchziehen muss, ja. Die hat doch jeder, oder? Ja. Das ist eine der Common Tasks, ja, die hat das jeder. Heißt, darum müsste es safe sein, weil er das dazu gegeben hatte, dass er die hat. Ja gut, aber du kannst doch einfach sagen, dass du die hast. Aber wenn die dann sonst keine hat, dann ist es halt scheiße.
Das kannst du aber als Imposter aussehen. Als Imposter stehen die ersten beiden Tasks, jeder hat oben dran das Fake Tasks. Ah, okay. Das heißt, davon kannst du nicht ausgehen. Das ist okay. Das Problem. Vielleicht war es einfach ein Problem von Michi, weil er dachte, die meisten wissen das noch nicht. Omni und Michi sein. Das meinte ich doch gerade. Also ich kann sagen, theoretisch. Da war jetzt alles Electrical. Die drei waren es auf jeden Fall nicht. Ich war gerade auch Electrical. Ich war dort und hab die vier Aufgaben gemacht. Ich bin die ganze Zeit immer rein und raus und hab immer geguckt, ob ihr vier könnt es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Ihr seid ja auch danach rechts gelaufen. Na gut, BMW-Driver war halt in... In Medbay wiederum anschließend. In Medbay. Ja, aber also, dazu da war ich zusammen mit dem Leo. Halt auch noch die Sache, er lag an dem Band, ne? Das hat das nächste. Nee, aber ich hab da aber wiederum die Tat gemacht. Er war auf diesem Pad da drauf, auf diesem... Ob ich hab die Task leider nicht selber, sonst hätte ich ja proven können, ob es ist, aber... Das ist auch ziemlich gefährlich, diese Task zu faken. Ich hätte noch mal kurz eine Frage. Wir werden ja bei den ganzen Missionen die Pfeile angezeigt. Genau. Also die Pfeile werden dir angezeigt bei Multitasks, die quasi, das sind die Long Tasks. Wie zum Beispiel die Karten verbinden oder. Wenn es ein blinkender Pfeil ist, dann ist es ein Sabotagepfeil. Da musst du da hin und die Sabotage beenden. Okay. Ja, das Licht, das kann immer wieder ausmachen. Ich bin mich gerade ein bisschen irritiert. Ich wollte zum Licht rennen und 10 Sekunden. Pfeil gefolgt. Skip ja, es gibt bevor die Imposter einfach einer rausvoten. So, und diesmal ist das einfach ein Bitch Move. Yes. Das war gerade scheiße mit dem. Ich mich das ein bisschen verpappert habe, wo ich hin wollte, mich nicht gemütet habe. Nicht sehr schlau. So, was haben wir noch auf den Shields? Da wollte ich hin. Trump ist ein Admin. Mich ist dort runter. Oh nein. Okay. Ich habe ja kein Licht. Oder? Also es ist nicht gerade so einfach, das alles zu moderieren, wenn man nicht so viel, wenn man nicht so geübt ist daran, aber. Es liegt auch teilweise ein bisschen an dem Spiel. Es ist gar nicht mal so einfach alles. Vor allem ist es sehr spannend. Du, oi, warum ist denn gerade eine Leiche vorbeigelaufen? Aha. Sorry, ich war gestummt. Leiche? Hä? Ja, du kamst gerade vom unteren, von der unteren. Ja, von unten kam ich vorbei, ja. Ja, aber da war auch eine Leiche, warum hast du... Ja, und die können, aber Mario und ich sind da auch vorbeigelaufen und da lag noch keine. Sind wir da? Du bist mit mir gerade hochgelaufen, am kleinen Reaktor entlang. Da lag noch keine Leiche und Roy ist uns entgegengekommen. Ja, jetzt liegt halt eine Leiche. Also... Das stimmt, ja, wir beide sind hoch und Roy ist runter, genau. Roy oder Crossy? Jetzt ist die Frage, wieso deckt sich Roy nicht so? Wieso, wie soll ich sagen, wieso verteidigt er sich nicht so stark? Was soll ich denn sagen? Ich bin daher gelaufen, da lag noch keine. Aber wie kommt die Leiche denn plötzlich dahin? Keine Ahnung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder versucht Roy es gerade zu verarschen oder Crotzi macht es selbst mit vor. Mario, du hast die Leiche auch nicht gesehen? Definitiv nee, hab ich jetzt nicht. Also Mario, für dich zur Info auch nicht, dass jetzt gleich Fragen kommen. Wir müssen voten, wir sind 6 Leute. Voten wir einen Innocenten, also einen Crewmate, ist es scheißegal, weil wenn wir gar keinen voten, dann ist es so, dass so ein Double Kill jetzt. Da wird Seismic angemacht oder O2, Double Kill, wir haben verloren. Also müssen wir jetzt voten? Wir müssen einen rausvoten. Ich hab da so... Ja. Also wir müssen uns dann schon festlegen, sonst... Ja, was denkt ihr? Also ich kann mich nicht entscheiden zwischen der Roy und Trotzi. Warum kann sich nicht entscheiden? Warte, die ersten Morde, wer war da verdächtig? Das war ich. Und Chris. Ja gut, Chris kann's nicht sein. Hast du mich nicht eben noch gedeckt, weil ich Electrical war? Ja, du warst mit Electrical. Ja, da war ich auch mit. Mord auf jeden Fall nicht gewesen sein. Aber der zweite... Es gibt ja zwei Imposter, ist das Problem. Ja. Ist denn der BMW-Driver auch so safe? Nein. Das ist das Problem. Es ist keine also ich wäre für den BMW-Driver. Bitte? Was? Eure Entscheidung. Ja, okay, wir müssen uns festlegen. Ich hab für ja, komm, macht. Ob der ist der BMW...
Och, nö. Ja, dann müssen wir uns früher mal festlegen, Jungs, Mensch. Warum sagst du BMW-Driver? Nicht vergessen, ich hatte schon... Das machen wir dann jetzt auch so. Das war jetzt komplett sinnlos. Ja, dann sag doch irgendein anderer was an, Mensch. Ja, wenn jetzt einfach Double Kill in den nächsten 27 Sekunden passiert, dann haben wir halt... Sorry. BMW-Driver ist jetzt mit im Navigation. Merke ich mir. Muss ich da jetzt schnell hin? Ich weiß es nicht. Es ist zu genau einem aus dem Grund habe ich gefragt, ob Mario die Leiche gesehen hat. Genau aus dem Grund. Roy GG, Alter, wie du da rausgekommen bist, habe ich keine Ahnung. Ja, zeigt euch bei Michi. Echt? Ja. Also Michi hat das wirklich, da hat das wirklich verschissen. Ja, ich dachte mir schon, dass Krämer was damit zu tun hat, aber wenn Mario die Leiche noch nicht mehr sieht. Wer ist doch ein Detective? Hä? Hi. Ja, ich dachte, du killst den, deswegen habe ich unten gekillt, weil du allein mit dem in Reaktor warst. Ja, mir ist halt noch einer entgegengekommen. Das wäre gut. Dann hab ich dich nicht so killt und denk so, geil, Scheiße, komm entgegen. So, fuck. Ja, ich wollte jetzt immer Krämer wollte ich jetzt raus. Ich mach nichts mehr anderes. Ja, er war zweimal. Flo. Das war aber keine gute Strategie. In zwei Runden war Krämer dran, ne? Ja. Flo, hat gewonnen. Also, bevor du mich das keiner gecheckt. Flo, bevor du mich umgebracht hast, bist du da auf den Vents rausgestiegen? Ja. Ich hab das gesehen, ich denk, ich renn so weg. Komm, das ist nicht ready. Alter, ich dich da nicht gekillt hab, ich wusste dich, deswegen habe ich dich bis zum Schluss dann verfolgt. Ja, ich dachte so, dass okay, du nicht den Knopf gedrückt hast. Ja, ich hatte einfach Angst, ich dachte so, okay, ich bin nicht tot, dann habe ich ja vielleicht noch Glück. Alter, ich wäre locker der Nächste gewesen, oder? Ich war bei beiden. Ich war zwischen Roy und Detective unterwegs. Ja, ich dachte mir so, bitte kill mich, sonst sind wir beide am Arsch, wenn jetzt einer kommt. Scheiße. Boah, ja, macht das Spiel neues Glück. Also die Chance für dreimal hintereinander ist nicht gegeben, okay? Also ich bin's jetzt. Aber es ist möglich. Ja. Das Offensichtliche von mir, wenn jetzt jemand einen Double Kill in 27 Sekunden macht, schaut auf den Killtimer, noch 27 Sekunden. Das einzige Extreme, was ich arg finde, ich bin ja gestorben von, wer war das nochmal, Roy? Ja. Der war ewig weit weg von mir und hat mich gekillt. Echt? Wo war das? Auch wenn Short steht. Wer war es nochmal? Sorry, dass jetzt die Diskussion kommt, aber das war der Kill beim Reaktor, den ich reportet habe. Verdammt! Nein! Nein! Stefan, du verdammt! So eine Scheiße. Okay, aber ich muss die Quest noch zu Ende machen. Das ist doch scheiße. Hund. Jetzt bin ich bei ja, die Leiche dir. Liegt bei dir im Raum. Hä? Wie? Die liegt unterm Pult, die kannst du von da nicht sehen. Es ist Krämer. Ich soll gerade mal das WLAN da machen, mit dem WLAN-Taster. Ja, ich weiß, du kannst die Leiche auch nicht sehen. Nein, Stefan. Also ich kann damit nichts zu tun haben, Bro. Ich glaube auch tatsächlich, dass du nichts damit zu tun hast. Du wärst weggetan, du hättest dich dahingestellt, direkt neben die Leiche, um Fake zu tasken. Ich soll gerade jemand das WLAN-Ding zu machen. Wenn ich ihn gekillt hätte, wäre ich weggerannt oder gewendet oder sonst was. Deswegen sage ich ja, dass du es wahrscheinlich nicht bist. Das wäre die dümmste Entscheidung, die ein Imposter hier getroffen hat. Oder die cleverste. Wo war das? Ich direkt neben dem Vent unten in Admin. Admin? Admin? Pult Admin? Unter Cafeteria? Ja. Achso, ja. Ganz unten schon. Okay. Der schreibt nichts. Achso. Terror. Bitte. Hast du eben die Asteroiden abgeschossen? Ja. Weil die Waffen draußen nicht gefeuert haben, wie ich gesehen habe. Ja, weil ich Visual-Task ausgestellt habe. Du siehst die. Ach so. Okay. Das ist dann. Sonst zu einfach. Jemanden zu proven. Da stelle ich mich nämlich einfach an den Müll hin, warte bis jemand vorbeiläuft, zieht den Hebel und er sieht, wie der Müll rausfällt. Ja. Okay, gut, ne, dann
Aber hab ich nicht gewusst, deswegen wollte ich schon nachfragen. Leute, also Stefan. Ja. Kommt schon. Das heißt, ich weiß nur, dass Dinkel wahrscheinlich... Hat halt niemand gesehen, ne? Dinkel können nicht begangen haben. Roy, Michi. Michi stand noch an Asteroids. Ja. Mehr auch nicht. Leo war neben uns, gerade rausgekommen von dem anderen Raum. Da. Ich weiß aber nicht, wie der Raum ist. Keine Ahnung. Ich bin aus O2 raus und bin nach unten gelaufen. Leo könnte rein theoretisch genau den Wett genommen haben, der da an O2 ist, ne? Zu Admin. Das könnte sein. Könnte sein. Ich bin nicht Admin. Ich war unten bei Shields. Ich muss echt einmal die Räume merken, wie die heißen. So, das kommt. Wo ist die nächste Quest zu erledigen? Hier oben noch. Diese Quadratus-Quest, die ist irgendwie... Naja. Ich würde gerne wissen, wo... Wo ist... Oh, da liegt meine... Oh, du kleiner Mann. Ich hab mein Haus da zurückgelassen. Da muss ich hin. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte da währenddessen mal reinschauen. So, Download ist fertig. Shields direkt. Als nächstes Admin. Oh, war das nicht... No. Oder kann er das nicht beenden? In Electrical. Oben rechts. Das hört sich jetzt natürlich verdächtig an, aber ich habe gedacht, es wäre der O2-Ding und bin nach rechts gelaufen. Wo? Oben rechts? In Electrical oben rechts, meint er. Genau. Ach, wenn Kill, 100%. Ja, die Frage. Leo, wieso warst du eigentlich gerade bei mir in... Das warst doch du noch gerade, der in Ding reinkam, in Reaktor. Ich dachte zuerst, das wäre Michi wegen der Farbe. Nein, das war nicht ich. Das war ich. Ich bin in den Reaktorraum reingegangen. Okay, ich bin farmtechnisch blind. Ich rechts und habe meine Quest gemacht mit den Deswegen Shields. Hat mich gerade so verwundert. Okay, dann bin ich einfach... Beim Reaktorraum war der BMW-Driver drinnen. Hat den einen ausgeschalten. Ich war oben, und hab den anderen. Ja, genau. Und ich bin halt in der Zeit gerade reingekommen, wo ihr zwei schon aber da wart. Wer kam denn von Electrical Richtung rein? Das hört sich jetzt sehr verdächtig an. Ich. Okay, da war es. 100%ig immerhin, haben wir gesagt. Das macht ihr jetzt nicht wirklich, oder? Also ich habe geskippt. Nein, ich habe geskippt. Also ich skippe es lieber mal auf. Okay, gut. Passt. Dann skippen wir. Wäre das reine Spekulation. Also ich habe ja für Krämer gestimmt, ne? Willst du noch die Diskussion ein bisschen weiterführen? Also wir können ja noch die 40 Sekunden reden. Ich habe gleich auf drauf gedrückt. Das haben wirklich zwei. Leo macht es klar. Ich dachte, ich gehe in Risky. Weil ich wusste, dass Leo 100% auf mich stimmen wird. Weil ein Imposter immer auf den Crewmate stimmt. So, und ich komme mit den scheiß Aufgaben nicht hinterher. Andererseits den... Was? Das war's. Muss ich hier irgendwas noch machen? Oh, grab a Kaffee. Keine Ahnung. Was muss ich tun?
Wo? Sag schnell wo. Ganz schnell. Und zwar, das war bei, ganz rechts. Was war das nochmal? Communication oder so? Fuck. Weiß jemand nee, zufällig, was? Communication war es ganz sicher nicht. Es war Navigation, meinst du? Oder? Navigation, okay, ja, genau. Wer ist noch gerade? Royce ist gestorben. Wisst ihr, wo? Royce ist nach drüben gegangen. Okay. Roy war gerade. Okay, kurz Gedanken ordnen. Leo, du kommst doch aus der Richtung, warte, oder nicht? Bitte, richtig. ganz kurz. Klotzi. Weil ich gedacht habe, du ja. hast du gerade in Medbay gemacht? War im Scanner. Und wieso kommst du von der Ecke des Vents? Es gibt für dich keinen Grund, zuerst nach links zu laufen und dann rauszugehen. Verteidige dich nicht. Ich bin nach links oben gelaufen. Du bist von links gekommen aus Medbay. Erzähl mir keinen Scheiß, ich hab dich gesehen. Also, dass du aus dem Vent gesprungen bist, bevor du Roy gekillt hast, den Electrical, Kamera oder so in der Nähe, weil der ist nämlich von Electrical nach rechts, links gelaufen zu den... Kann ich... Reaktor. Aber Michi, du kommst auch aus der Richtung. Das können aber noch zwei andere bezeugen, frag mich jetzt nicht mehr da drin. Michi kam von, hat Koms gemerkt, BMW-Driver. Ja, genau, stimmt. Ja, der war Koms, dann ist er irgendwie rechts hingelaufen, dann bin ich nämlich weggelaufen, weil ich auf einmal eine neue Task hatte, und dann ist er mir wieder entgegengekommen. Also wir müssen voten, safe. Stefan. Bin nur nach rechts gegangen, weil ich verpeilt war wegen den Aufgaben. Also ich bin für Krotzi, wenn du sicher bist. Ich wäre auch für Krotzi. Warum seid ihr für mich? Ich bin nicht 100% sicher, ne? Das ist mir egal. Das ist jetzt ein bisschen hart. Ich bin mir ganz sicher, das ist eigentlich rein Spiel. Ich bin eigentlich die ganze Runde schon eher auf Michi und Leo, dass die beiden das sind. Ich mach Krotzi jetzt. Und also warte, Michi und Leo haben schon gestimmt. Ja, das ist das Problem, es sind schon zwei Votes und Krotzi. Wir können Krotzi nur safen, indem wir alle vier jetzt auf Michi oder Leo stimmen, ne? Macht es, ich hab kein Problem damit. Macht was ihr wollt. Wenn ihr dann die Runde verliert, ist euer Problem. Komm, mach Krotzi, ist der einzige Beweis, den wir haben. Wenn ich falsch bin, dann ja, schön. Will ich für die nächste drauf. Runde meinen Detektivhut ab, weil dann habe ich ihn nicht verdient. Aber ich check nicht, was ich da hinten machen muss. Lieber in Aufgaben, keine Ahnung. Scheiße. Alter, kann doch nicht so scheiße schwer sein. Und es ist nichts anderes als wie in Dead by Daylight. Nein! Komm schon. Und jetzt. Ja, geht doch. Was? Aha. Nur noch eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Bin ich jetzt fertig? Ich bin fertig. Schön. So, verfolgen wir jetzt mal Michi. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Michi auch sein könnte. Er ist ganz alleine. Ist da noch Aufgaben zu erledigen? Wahrscheinlich ja. Also, das dauert bei denen wahrscheinlich länger. Gut, interessieren sich beide nicht dafür. So. Diesmal wieder ein Navigation. Michi kann es nicht gewesen sein. Eins kann man schon mal aussuchen, Krotzi war. Ja. Einer. Oder wäre es jetzt schon vorbei? Ja, dann wäre es vorbei. Es sind maximal noch zwei oder drei Quests. Und so wie Michi, Michi hat auch direkt auf Krotzi gewählt. Also ist Michi auch, also abgesehen davon, dass er bei mir gerade steht und aus der Entfernung es nicht gewesen sein kann, Michi und Krämer sind es nicht. Was die Distanz angeht, ist es Michi safe nicht. Also ich tippe stark auf BMW. Ist es auch nicht, weil ich habe die Leiche gerade auf der Cam gesehen und wollte los. Okay, wenn du das sagst. Also Self-Report war es nicht, außer es war ein Kill, weglaufen, hinlaufen, dann reporten. Ich würde es komplett skippen und wir machen die letzten ein, zwei Quests, was noch übrig sind. Genau, und deswegen, deswegen geht der Ruf an die Toten, bitte macht schnell eure Quests, ihr seid tot, ihr könnt direkt durchfliegen zur Quest und sie machen. Hat fehlt ja nicht mehr von den Lebenden hier eine Quest?
Richtig. Michi, hast du noch eine Quest? Nein. BMW Driver, hast du eine Quest? Nee, letzte war bei Navigation. Okay, Terror, du hast auch keine Quest mehr? Nee. Dann muss es ein Toter sein und die Toten Mario haben kein Problem. Die haben kein Problem, die Quests zu machen. Ihr müsst einfach nur hinfliegen und schnell die Quests machen. Wir drücken in ein paar Sekunden gleich den Notfallknopf nochmal, dass ihr nochmal Zeit habt, ne? Nur zur Info. Also Mario, denkt dran, das Spiel ist nicht vorbei, wenn man tot ist. Ja, also ich hab alles fertig, Leute. Mario macht seine Quests und ich hab die auch schon fertig. Zeit. Du bist tot, Schnauze. Das war's. Nein, nein, wir benutzen einfach Wuscherbrett. So, also BMW oder Terror? Terror könnte... Ne, BMW könnte Michi... Ich weiß nicht, ob es geht auf die Entfernung mit dem See. Also Terror war dran, BMW nicht. Wie das aussieht, dass die Geister hinterher fliegen. So, jetzt nochmal Aufforderung, es gibt nur noch eine Quest. Ihr habt nochmal... Killtimer-technisch habt ihr jetzt nochmal Zeit, weil der Killtimer ist jetzt nochmal resettet. Derjenige, der die letzte Quest hat, müsste sie in, ich glaube, 25 Sekunden oder 30 haben wir eingestellt, müsste sie da locker schaffen. Einfach hinfliegen, Quest machen, fertig, kurz skippen, weitermachen. Aber es hat irgendwer eine Quest gemacht, nur zu Info, ne? Ja, hat man gesehen. Deswegen sage ich ja, letzte Quest jetzt laut Balken. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe, aber ich glaube nicht. So. Karte. Nein, ich habe alles fertig. BMW oder Terror? Ich bin irgendwie bei BMW. Aber es rennt keiner los, um eine Quest zu machen. Keiner. Warum? Sehr schön. Der BMW-Driver mit dem Kill runterlaufen, hochlaufen, reporten. Yep. Muss man eine Runde aussetzen. Ich bin einmal kurz auf Klo. Ja, wer war jetzt der Gegner? Noch? Wer war der Letzte? BMW, also Kahn. Ja, was? Hi. Ein bisschen auffällig wäre das jetzt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Detektiven direkt hinter mir killen würde, also vor mir. Problem also, ich habe den Kahn gesehen, du könntest versuchen, es auszureden, dass das wäre andere war. Ja, das wäre deine letzte Möglichkeit. Du hättest mich töten sollen. Aber ich bin sehr schlecht im Lügen, deswegen. Und dann hättest du wirklich sagen müssen, Terror war es. Weil Terror und du, ihr wart die einzigen beiden, die noch kein wasserdichtes Alibi hatten. Du hättest mich oder Michi töten müssen und dann hättest du die Schuld auf den anderen schieben müssen. Weil dann wärst du ein 50-50-Ding gewesen. Weich-Proof, ne? Weil einer gesehen hat, wie ich die Asteroiden abgeschossen habe. Naja, muss ja nicht sein. Du könntest es ja auch faken. Was? Dass es explodiert? Ja, wir haben aber Visual Trust, haben wir aus. Das kannst du nicht sehen. Da einer hat es leider gesehen. Man kann es nicht sehen, also das... Du kannst... Asteroiden kannst du faken, ohne Probleme. Weil du kannst nicht sehen, ob sie jemand macht oder nicht. Steht ja an der Seite, Visual Task off. Hm. Ah, ich habe gesehen, wie BMW den bei mir gekillt hat. Und dann wurde ich von Krotzi gekillt. ich glaube, ich hätte nie mit Kamerad anwachen. Lauf nächstes Mal zuerst rechts und dann komm hoch. Aber wir haben richtig gewohnt. Das hat schon einen halben Trick. Ja, es war ungünstig. Stellen wir, das ist schon ziemlich... Wie kann man Warum lebst du noch? Ich weiß, Junge! Ja, aber das ist eine Geburt, da graben muss und graben. Ich guck mal jetzt mal. Wo kommst du denn da hin?